Ich will heute zwei Methoden zur statischen Berechnung vorstellen. Die eine Methode ist 150 Jahre alt und in Cremona entwickelt worden. Die andere Methode ist neu und in Winterthur entwickelt worden. Ich mache das am Beispiel eines einfachen, zweidimensionalen Fachwerks. Das heißt, diese Linien hier, die stehen für Zug- und Druckstäbe. Die sind an den Enden drehbar miteinander verbunden. Das heißt, es kann hier kein Drehmoment wirken oder kein Drehimpuls übertragen werden. Die Verbindungen sind mit römischen Ziffern bezeichnet und die Stäbe mit indisch-arabischen Ziffern, also mit den Ziffern, die wir ja für gewöhnlich verwenden. Als erstes schneiden wir das ganze Fachwerk frei. Das heißt, wir haben hier die sogenannten aufgeprägten oder gegebenen Kräfte. Und wir schneiden an den beiden Enden, also im Punkt 1 und im Punkt 7, frei und zeichnen dort die Lagerkräfte ein. Theoretisch könnte also im Punkt 1 eine vertikale Komponente wirken, eine horizontale, aber man sieht sofort, dass eine horizontale nicht auftreten kann. Im Punkt 7 tritt dann nur eine vertikale Komponente auf, wegen dieser speziellen Einspannung. Diese Einspannung garantiert, dass das System statisch bestimmt ist unter allen Umständen. Jetzt können wir die beiden Lagerkräfte berechnen und ich mache das jetzt nicht mit der allgemeinen Methode. Die allgemeine Methode wäre, dass man jetzt sagt, die Summe aller Kraftkomponenten in X-Richtung, die Summe aller Kraftkomponenten in Y-Richtung plus die Summe aller Drehmomente bezüglich eines frei gewählten Bezugspunktes ist 0. Also ich nehme nicht diese Methode, ich nehme die Methode, die ich damals in der Berufsschule gelernt habe. Ich stelle mir die Drehachse hier vor und dann ist die Berechnung recht einfach. Diese Kraft hier in F1 ist diese Kraft mal dieser Abstand, diese Kraft mal dieser Abstand plus diese Kraft mal dieser Abstand. Weil ich den Abstand nicht kenne, nehme ich hier einfach Zahlenverhältnisse und dividiere dann durch den totalen Abstand von diesem Lager zu diesem Lager. Also hier wäre das 4, weil das sind ja 4 gleiche Abstände. Das gibt eine Lagerkraft in 1 von 8,5 kN. Dann nehme ich die Drehachse hier und bestimme diese Kraft wieder mit dem Hebelgesetz. Also hier wieder Kräfte mal Abstand. Einfach Vielfache von 1 dividiert durch 4, das gibt dann 9,5 kN auf dieser Seite. Nachdem ich diese Lagerkräfte kenne, kann ich jetzt den sogenannten Cremona-Plan zeichnen. Ich versuche mal zu erklären, wie der Cremona-Plan funktioniert und wie man ihn zeichnet. Das ist mein erster Cremona-Plan. Zuerst nehme ich einen Knoten, wo nur zwei Stabkräfte unbekannt sind. Das wäre also dieser Knoten oder dieser Knoten. Ich nehme diesen Knoten und schneide ihn frei. Das heißt, ich betrachte jetzt nur Kräfte auf Knoten und die Stäbe, die interpretiere ich quasi als Fernwechselwirkung, also die übertragen Kräfte, also ein bisschen salopp gesprochen. Dann mache ich einen Kräfteplan und das ist eben der sogenannte Cremona-Plan. Mein Maßstab lautet jetzt 4 kN ergeben einen Zentimeter. Das kann man hier in PowerPoint auch so einstellen. Dann zeichne ich diesen Kraftpfeil in den Kräfteplan. Also wir haben hier den Lageplan, hier das Schnittbild und jetzt hier den grafischen Kräfteplan. Das heißt, das sind jetzt 2,125 cm. Dann übernehme ich die beiden Richtungen der unbekannten Stabkräfte und vervollständige den Kräfteplan zu einem geschlossenen Kräftevieleck. Hier also ein Kräftedreieck. Das heißt, ich übernehme die beiden Richtungen und jetzt kann ich da die Vektorsumme auf 0 setzen, indem ich hier einen Kraftpfeil mache und hier einen Kraftpfeil. Also mit den Richtungen zusammen sieht man dann sofort, wie das Dreieck aussehen muss. Und jetzt übertrage ich die Richtungen, nur die Richtungen der Kräfte wieder zurück ins Schnittbild. Und dann sehe ich, das hier ist eine Druckkraft und das ist eine Zugkraft.
Im Cremona-Plan müsste man jetzt hier für Zugkraft ein Plus schreiben und für Druckkraft ein Minus. Das ist Konvention. Jetzt habe ich die Kräfte bestimmt im Punkt 1. Jetzt gehe ich über zum nächsten. Dann schaue ich mir mal den Punkt 3 an. Hier habe ich aber drei unbekannte Kräfte und das geht nicht, weil das System ist so nicht bestimmbar in der Ebene. Ich darf in der Ebene nur zwei unbekannte Stabkräfte haben. Also gehe ich zu Punkt 2, schneide Punkt 2 frei, mache dann hier quasi ein Aktio gleich Reaktio. Das heißt, wenn ich den Stab als nicht existent erkläre, dann ist das Aktio gleich Reaktio im Sinne einer Fernwechselwirkung, so wie es Newton ja eigentlich gesehen hat. Jetzt sieht man auch wieder, das ist eine Druckkraft. Und jetzt habe ich nur noch zwei unbekannte Richtungen. Also kann ich jetzt hier Aktio gleich Reaktio einzeichnen. Und hier diese aufgeprägte Kraft von 6 Newton einzeichnen. Dann übernehme ich die beiden Richtungen und dann kann ich mit Hilfe der beiden Richtungen und der beiden bekannten Kraftpfeile ein geschlossenes Kräftevieleck machen und bekomme dann die Richtung und den Betrag der unbestimmten Stabkräfte. Ich kann das wieder übertragen ins Schnittbild. Das hier ist diese Kraft und das hier entspricht dieser Kraft. Die sind jetzt also alle bekannt nach Betrag und Richtung. Dann gehe ich zum Knoten 3 über, weil hier habe ich jetzt zwei bekannte Kräfte, also das ist wieder eine Art Fernaktionreaktion und habe nur zwei unbekannte Kräfte mit bekannten Richtungen. Also kann ich hier dieses Aktio gleich Reaktio übernehmen und dann mit den beiden Richtungen, die jetzt ja auch bekannt sind, ein Kräftevieleck zeichnen. Damit sind auch diese Kräfte wieder nach Richtung und Betrag bekannt. Gehe ich zum Punkt 4, zeichne die bekannten Kräfte ein, schaue im Cremona-Plan, wo diese Kräfte vorkommen. Das wäre also der hier, man muss aufpassen, und das wäre der hier, es muss immer Aktio oder Reaktio geben. Dann kann ich das vervollständigen mit den beiden Richtungen und der bekannten Kraft von 4 kN zu einem geschlossenen Krafteck aufbauen. Dann übertrage ich das wieder in das Schnittbild und gehe über zum nächsten Knoten, mache wieder Aktio gleich Reaktio, weiß dann wieder, welche zwei Kräfte in Frage kommen hier im Cremona-Plan, als schon bekannt, zeichne die ein und ergänze mit den beiden unbekannten Richtungen, übertrage die Richtung wieder ins Schnittbild, gehe zum nächsten Knoten, mache wieder Aktio gleich Reaktio, dann weiß ich wieder, welche zwei Kräfte im Cremona-Plan dafür in Frage kommen, ergänze mit dieser Kraft hier auch noch und habe dann nur noch eine unbestimmte. Diese unbestimmte, das ist dann nur noch diese Kraft hier, die ist ja aufgeprägt und das andere sind Aktio oder Reaktio. Übertrage dann diese Richtung wieder, das ist wieder eine Druckkraft und komme schon zum letzten Knoten. Mache hier wieder Fernaktio gleich Reaktio, habe dann diese beiden Kräfte. Das System ist ja jetzt schon bestimmt. Das heißt, im Cremona-Plan, zeige es noch einmal, sind nur noch bekannte Längen einzutragen. Das hier ist der Cremona-Plan für dieses Fachwerk, also eine Art Dualkonstruktion. Ich bin nicht Master auf Cremona-Plan, also ich mache das zum ersten Mal und ich habe ein bisschen Mühe gehabt mit der Identifikation. Aber wenn man Schnittbild sauber zeichnet, immer die bekannten oder durch Aktion oder Reaktion gegebenen Kräfte einzeichnet und dann wieder mit dem Cremona-Plan weiterarbeitet, dann kommt man schon vorwärts. Ich könnte jetzt im Cremona-Plan noch systematisch Zug- und Druckstäbe einzeichnen, also Zug plus, Druck minus, das ist Konvention.
Und dann hätte ich dann ein vollständiges Schema. Der Cremona-Plan ist eigentlich ein bisschen umständlich, aber er garantiert, dass dann bei komplexen Fachwerken nichts vergessen geht oder keine Kraftrichtung falsch eingezeichnet wird, weil jede Kraftrichtung kommt jetzt doppelt vor. Es gibt also immer schön doppelt Pfeile. Es gibt auch Cremona-Pläne, wo man dann die Doppelpfeile bei Druck so zeichnet und bei Zug dreht man sie dann um, aber das müsste man dann nachträglich machen. Das kann man nicht direkt mit dem Kraftvieleck generieren. Ich zeige noch einmal, wie man es auch sonst machen könnte. Also man hat hier das freigeschnittene Fachwerk mit allen äußeren Kräften. Dann schneidet man den ersten Knoten frei. Macht dann das zugehörige Kraftvieleck, dann den zweiten Knoten mit Kraftvieleck, dann den dritten mit Kraftvieleck und hat immer hier zum Beispiel zwei gegebene und zwei unbestimmte Kräfte, die man mit Hilfe der Richtung wieder bestimmt und so weiter. Also für meine Verhältnisse sieht das ein bisschen einfacher aus, weil ich mir nicht gewohnt bin, mit dem Cremona-Plan zu arbeiten. Aber im Prinzip ist das natürlich das gleiche Verfahren wie im Cremona-Plan. Die Richtung der Stäbe gibt mir eben die Richtung der Kräfte an und dann kann man durch grafisches Ergänzen Kräftepläne vervollständigen. Ich habe in der Berufsschule sicher über Monate solche Kräftepläne gezeichnet. Das war damals noch üblich. Jetzt zur neuen Methode, zur Systemphysik. Ich zeichne das Fachwerk zweimal. Und zwar ist das eine Fachwerk bestimmt für die Impulsströme in Z-Richtung, das heißt Impulsströme der Z-Komponente. Und das andere, das untere Fachwerk, das dient dann dazu, die Impulsströme in X-Richtung darzustellen. Nun, die Regel ist folgende: Ein positiv gerichteter Kraftpfeil, das sind also die drei hier, bedeutet ein zufließender Impulsstrom. Ein negativ gerichteter Kraftpfeil bedeutet ein abfließender Impulsstrom. Also hier fließen 6 kN Impuls pro Sekunde zu. Und dieser Impulsstrom kann nicht seitwärts fließen, ich werde noch erklären wieso, sondern muss vorwärts fließen. Also geht er hier runter und geht dann hier nach links weg und über das Lager weg. Jetzt haben wir also hier 6 kN, hier fließen aber 8,5 kN raus. Also muss von hier noch ein zweiter Strom kommen von 2,5 kN und das gibt dann hier diese 8,5, die hier weggehen und mit diesem Kraftpfeil auch symbolisiert werden. Wenn jetzt hier 2,5 kN von da oben da wegfließen, muss hier der Rest weggehen und der Rest, das ist 1,5 kN. Hier überlagert sich der Strom noch von diesen 8 kN, die hier abfließen. Und so bekommt man 8 plus 1,5, das sind dann 9,5 kN. Das sind die Z-Impulsströme. Jetzt kann man sagen, dort, wo der Impuls vorwärts fließt, das wäre also hier, hier, hier und hier, da haben wir überall Druckbelastung. Und da, wo der Impuls rückwärts fließt, das wäre hier und hier, da haben wir Zugbelastung. Wir müssen nur die Z-Komponente anschauen und alles, was in Richtung untere Hälfte fließt, ist Druck und alles, was in Richtung obere Hälfte fließt, ist Zug. Und jetzt kommt die Einkopplung des X-Impulsstromes und das passiert über das Hebelgesetz. Das heißt, wenn ein Z-Impuls in X-Richtung fließt oder ein X-Impuls in minus Z-Richtung fließt, dann gibt das eine Quelle von Y-Drehimpuls. Y zeigt jetzt hier nach vorne. Jetzt, weil die Zug- und Druckstäbe keinen Drehimpuls transportieren dürfen, weil sie dürfen nicht auf Biegung belastet werden, sie sind so eingespannt, dass das gar nicht passieren kann, ist dieser Ausdruck gleich Null. Das heißt, wir haben weder Quelle noch Senken von Drehimpuls der Komponente Y.
dann man diese Gleichung auflöst, bekommt man dieses Verhältnis. Das heißt, die Impulsstromstärken in einem Zug oder Druckstab verhalten sich gleich wie die zugehörigen Komponenten der Länge dieses Zug oder Druckstabes. Die Vorzeichenregelung ist die, ein Impulsstrom wird positiv gezählt, wenn er vorwärts fließt. Also Z ist positiv, wenn er vorwärts in X-Richtung fließt. Nun, diese Bedingung hier, die habe ich ja beim Cremona-Plan schon implizit verwendet, nur macht man es dort einfach anschaulich. Und jetzt können wir diese Einkopplung machen. Das heißt, hier fließen 8,5 kN Z-Impuls in minus Z-Richtung. Also muss da unten der gleich starke Strom der X-Komponente in minus X-Richtung fließen. Gleich stark deshalb, weil das ein 45-Grad-Winkel ist, das heißt, das hier ist 1. Gehen wir über zu diesem Stab. Das ist ja dann ein Druckstab, also hier fließt Z-Impuls vorwärts, also muss hier X-Impuls vorwärts fließen und zwar mit gleicher Stärke. Da haben wir auch noch einen Z-Impuls vorwärts, also gibt es hier auch einen X-Impulsstrom vorwärts mit gleicher Stärke. Und da in diesem Teil fließt der Z-Impuls rückwärts, jetzt aufgepasst, hier fließt der X-Impuls rückwärts bezogen auf die X-Richtung und zwar mit gleicher Stärke wegen dem 45-Grad-Winkel. Das ist jetzt die Kopplung zwischen Z-Impulsströmen und X-Impulsströmen bei schief fließenden Strömen. Da, wo der Strom vertikal geht, das sind reine Druckkräfte in Z-Richtung, da gibt es keine Einkopplung. Und seitwärts kann der Z-Impuls nicht fließen in einem Zug oder Druckstab. Das hängt genau mit dem zusammen. Das geht nur, seitwärts fließen einer Impulskomponente geht nur, wenn man Biegung zulässt. Verlassen kann der X-Impulsstrom das Fachwerk nicht. Also dürfen sich hier nur Kreisströme ausbilden. Beginnen wir an diesem Punkt, da fließen 1,5 und 9,5 kN zusammen. Die gehen dann hier weg. 11 kN in minus X-Richtung, das ist ein Zugstab. Dann hier gehen von diesen 11 2,5 weg und 8,5 gehen da hinauf. Nun, dieser Impulsstrom kann, wie gesagt, hier nicht weg, also muss er hier oben durch. Immer noch 8,5 Newton, da kommen 2,5 dazu, 1,5 gehen weg, also bekommen wir hier 9,5 kN und dann hier schließt sich der Kreis. Nun, diese Methode, die ich jetzt hier gezeigt habe, die habe ich selber entwickelt soweit und ich habe natürlich nicht komplizierte Fachwerke damit berechnet. Ich behaupte aber, dass sie, weil sie ganzheitlich ist, einfacher ist als der Cremona-Plan. Dazu kommt, dass heute solche Fachwerke mit Computer berechnet werden. Und es geht nur noch darum zu schauen, kann man das richtig interpretieren. Und da wäre diese Impulsstromgeschichte von mir aus gesehen anschaulicher und einfacher, als zurückzugreifen auf einen 150-jährigen Cremona-Plan.